So, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Heute habe ich mal wieder all meine Motivation zusammengenommen, um für euch voller Enthusiasmus zu kochen. Beziehungsweise koche ich ja nur für mich, denn keiner von euch kriegt was von meinem Essen ab. Schmeckt eh scheiße. Heute mache ich Chicken Nuggets. Beziehungsweise ohne Chicken. Aber dafür mit Blumenkohl. Warum war ich so dumm und habe keinen Tiefkühlblumenkohl gekauft? Erstmal Blumenkohl aufsaugen. Wir brauchen eine Pampe aus Mehl und pflanzlicher Milch und dann noch eine Pampe aus Paniermehl, Hefeflocken und Salz. Dann klatscht man so ein Teil erst in die Mehl-Milch-Mischung und dann in die andere Mischung. Und das kommt dann aufs Backblech. Jetzt werden die noch mit Öl bestrichen, denn fettiges Essen macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Anschließend kommen die für 30 bis 40 Minuten in den Ofen. In der Zwischenzeit könnt ihr die Küche sauber machen oder alle benutzten Utensilien wegschmeißen. Nein, Spaß, den brauche ich noch. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Geschmackstest. Ja, schmeckt nach Blumenkohl.